So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends. Heute spiele ich mal Gragas in der Mitte. Die EP-Ratios wurden ein bisschen angepasst, erhöht und ich bin gerade mal hier und ja, teste es aus, wie der so in der Mitte entlockt. Das ist ein Normal Game, deswegen ist ja Bums. Solange es kein Ranked ist. Und ich spiele gegen Anivia. Ich weiß nicht, ob das so der gute Gegner für mich ist. Ich glaube mal eher nicht, aber wir schauen mal. Ich poke den einfach ein bisschen immer mal wieder so zwischendrin. Ja, ich habe mich auch wieder hoch durch meine Fähigkeit und alles. Ah, so. Mal gucken, was das hier so wird. Okay. Wann habe ich jetzt mal Gragas gespielt? Das ist schon ewig her. Als man den noch Mitte gespielt hat. Das ist schon richtig lange her. Ich glaube, die haben dann viel an Cooldowns geändert. Von dem E teilweise. Na verdammt. Hab hier meine Schadensreduktion geholt. Bevor ich ein bisschen nach vorne gegangen bin. Muss den mal ein bisschen üben hier. Mal gucken, was das wird. Ich weiß nicht, ob ich viel gegen Anivia machen kann. Oh ne, sag nicht, das wird ein Remake. Oh, es wird ein Remake. Unser Support ist AFK. Was? Die wollen nicht, dass geremaked wird. Ah, ich hab mich Flash. Oh, ernsthaft? Der haut noch eine Ignite raus. Und ich sterbe noch. Ja. Sehr gut. Hätte früher flashen sollen, vielleicht. Flashen dann das eh. Aber die haut halt noch, hat auf die Wand hingehauen. Ich hab gedacht, ich komm dann raus. Ja. Ich weiß auch nicht, wenn der Thresh weiter AFK ist, dann wird das auch kacke. Ich halte mich hier recht zügig hoch mit Gragas. Muss man ein bisschen mehr versuchen, auf die Anivia drauf zu prügeln. Ach, ich komme. Ich muss einfach generell mal ein bisschen mehr poken. Ah, ich kann mich gut hochheilen, muss ich ja sagen. Die kriegt aber gleich ihre Ulti, damit es noch ein bisschen ekelhafter. Ach, Thresh ist da. Thresh ist da, erzähl mir keinen. Oh, der passive Heal von Gragas ist schön, muss ich sagen. Jetzt hat er Ulti. So machen wir das. Aber ich krieg den nicht kaputt. Krieg den nicht tot. Aber war eben gut eigentlich. Ich bin noch überlegen, mit Gragas Träne zu holen. Ne? Ich kurz davor, aber ich denke mal, ich werde mich hier für Lord of Ages entscheiden. Na komm, nehmen wir das mal. Ich nehme auch mal keinen Pot, weil, ganz ehrlich. Also, wenn die wieder passiv hatte ich raus, ich hätte jetzt allein gekillt. Ich
ich unterschätze Gragas. Vielleicht auch so ein bisschen, ich überschätze generell die Champions mit dem Damage-Potenzial, aber ich hab den ja nicht schnell genug killen können. Und lol, ich habe einigermaßen selben Farm wie die, obwohl ich zwischendrin gestorben bin. Ja, kann man mal. Ah, verdammt. Na, jetzt sehen wir doch keinen. Minions geben irgendwie mehr Gold ab sofort, habe ich gehört, wegen Patch Notes. Oh ne, warte, Hodon. Aus der Ulti sollte ich halt rausgehen, dann sollte ich am besten. Mein Gott. Da sollte ich am besten nicht drin stehen. Ich wurde hier mal, aber. Lol, ich hab die nicht gekillt. Nivea, du bist gerade im Dunkeln gewesen von der Nocturne Ult und trotzdem greifst du mich an. Na ja, klasse. Ja. Ich versuche mal einfach das mit Fass zu poken, weil das ist. Ich heb mir mal die Spells und alles auf, aber. Naja, das ist nicht so. Wenn es klappt, dann probiere ich auf das mal zu fässern. Ja, ich würde es halt gleichermaßen benutzen zum Farmen. Hey. Setz hier auch nochmal ein Wort hin. Schade. Ich hatte gehofft zu Last tippen und gleichzeitig zu treffen. Ja genau, nee, wir pushen mal ein bisschen rein, dann erklären wir uns gegenseitig die Waves weg. Mach mal die W als zweites. Noch habe ich nicht so ganz den Wave Clear drauf. Noch nicht, aber ich gehe mal kurz Base. Oder eine nehme ich noch mit. Schätze mal, Livia ist auch Base. Aber die hat auch Teleport, von daher. So, jetzt aber. Oder ist die unten? Nee. Boah, da könnte ich mal richtig schön rein. So, nehmen wir den und den. Meinetwegen noch ein Pink Ward. Für den Sharku. Ich teleportiere mich aber auch mit, damit ich schneller da bin. Die Anivia klärt mich die Welt übelst. Mal gucken. Ken-Minions haben wir Leben. Geben auch super viel Gold, ey. Ich muss unbedingt auf die Ken-Minions achten. Man darf so eine Wave nicht verpassen. Vier von den Minions sind, okay, die sind raus. Vier von den Minions sind Lock-on-Kill. Wie von Ken-Minions. Das ist schon nicht ohne. Na komm, klär ich den, damit sich der Pink Ward gelohnt hat. Ja, ich weiß, die kommen jetzt Mitte.
probiere mal ein bisschen hier und da ein Jungle Camp mitzuholen. So als Farm. Kennen Minions, das stören sich in der Mitte und ja, alles noch. Charco ist wieder runtergegangen. Oh nein, nein. Dafür lohnt es sich ein bisschen Druck aufzunehmen, aber kennen Minions sind momentan echt wichtig. So in der Art. Okay, der macht das Camp, ansonsten hätte ich es geholt. Ja, ich versuche ein bisschen mit dem Farm hinzugucken, dass ich hier gut vorankomme. Ich bin nicht so ein Fighter, ich bin nicht so der typische, ja, komm hier, ich battle jetzt mal die Mittellane. Ja, ich kann ich halt gut zonen damit. Have a drink. Sehr gut. Mein Pinkwater ist halt auch gleich wieder flöten gegangen. Und da portet sich schon wieder hin. Oh, 81 Gold für eins und Camden. 81 Gold. Ich sauf einfach mal zwischendrin auch, um mich wieder vollzuladen. Also 81 Gold ist schon schlecht. Oh, das ist so ekel. Ich bin aufgefüllt. 1600 Gold. Farmen lohnt sich. Anivia ist da. Ah, ich kann, will der auch nicht hinterher, wenn ich so low bin. Die dreht sich einmal um. Und ich bin weg. Sieht aber gerade gut aus unten. Als ob die nicht unbedingt meine Hilfe bräuchten. Ich nutze mal die Gelegenheit, auch im Back zu gehen. Oh, die macht das schon. Ja, steht mit einem Ei unterm Turm. Protobelt und Lichbane. Oh. Da gibt's ein paar schöne Items. Oh, Can Minion Wave. Can Minion Wave. Das ist echt nicht zu unterschätzen, meine Freunde. Ich habe es einmal geultet bisher. Was hat denn die Irelia? Irelia hat jetzt auch ihr Rework bekommen. Hauptsache das Can Minion. Hauptsache das Can Minion. Tja, was mache ich in dem Fall? Wohin gehen? Jungle Farm? Bin Farmer geworden. Farm ist schon mal nicht schlecht. Kann schon nochmal zeichnen, ja. War die Anivia. Nicht gnadenlos geoutfarmt, obwohl der Anivia Farmkönig schlechthin ist. Ist auch schon wieder runtergelaufen. Can Minion Wave? Ich sehe schon, die Teamfights werden es regeln. Ja, alle gekriegt. Alle gekriegt. 87 Gold.
87 Gold für ein Canminion. Das ist ja schon vorzüglich. Hänge mal unten ein bisschen mit ab. Für den Fall des Falles. Ah, da läuft keiner rein. Ich komme wieder rechtzeitig zur Mitte hoch für Farmen. Alle meine Minions. Ja, der Nocte möchte hier gleich mal Dings machen. Ah, ich muss trotzdem auch mal hier hoch. Ja, der hat davon abgelassen. Sie macht sich Gold. Alter. Ja. Ich will da nicht mehr so einfach klatsch bei jetzt. Ich bin zwei Level über dem. Von Nivea nur eins. Es sind immer so viele Jungle Creeps, die stehen hier noch. Jetzt habe ich aber gar nicht auf ihn gezielt. Kann zumindest hier die Kleinen schon mit einem Fass wegklappen. Ah, so wieder Zeit für Base. Ich habe aber auch Teleport wieder. Action, Action. 190 Minions. So, wir holen uns Protobelt. Und ein Teleport. So, damit kann man da jetzt doch schon eher was anfangen. Jetzt Lag. Ah, ah, geht wieder. Er hat gerade übelstes Lag. Immer noch keinen. Alter. Er kann die ungestraft machen, ich muss halt raus. Ich muss halt einfach rausgehen. Zum Aufladen kann ich mir hier die Pflanze holen. Was schon cool, dann resettet kriegt. Versuch mal zu kämpfen jetzt, wenn ich rankomme demnächst. Hallo, ah, falsch. Ah, dann. Ich wollte W drücken, hab Q drücken, hab W gedrückt. Und einen fast schon die weg. Ich einfach überhaupt gar nicht am Kämpfen bin, ne?
ich das Farmen mehr oder weniger üben wollte. Oder testen wollte, was die Minions bringen im Vergleich. Aber ich glaube, ich bin gut dabei, du. Also 13. Oh, ganz knapp. Ich habe die noch weggeschleudert mit dem Fass. So. Ich kann mich theoretisch aufladen, indem ich einfach nur hier bleibe und von hinten hoch. Naja, das kann ich aber nicht viel machen. Ja, die reisen ein. Der Farm einfach im Vergleich. Der Farm einfach im Vergleich. Hat's einfach ein Protobelt genommen. Hoi! Nein, Trash, ich hab dich gerade gerettet und du raus. Ach, die gute Minute. Jo. Die Ulti hat aber jetzt gerade gesessen. Die hat alle weggeschleudert von ihm. Ja. Lichbane. Lass mal Lichbane nehmen. Ich muss mal Kills sammeln hier. Ein bisschen mehr Ultis reinhauen und alles Mögliche. Jetzt sind es mir aber gerade zu viele. Ja, ist ein Scharko-Klon. Oh nein, das kennen wir nicht. Arme, arme Kennen. Oh oh. Kaboom! Ja gut. Das war ein bisschen Gragas-Schaden. Ich mach mich langsam. Langsam. Very slowly. Ja, komm schon. So machen wir das. Nein, lass mich hier raus. Uiuiui, das ging ja nochmal gerade so gut. Ja, einfach so, oh nein, die Rede kommt, ich muss weg, aber anstattdessen einfach mal, hör einfach drauf. Ja, ich mach schon Damage. Ich mache ja schon Damage, so ist ja nicht. Level 15, immer nach guten Verhalten. Der Farm macht. Nein, mein Cat-Minion. Mein armes Cat-Minion. Hey, wenn ich schon hier bin. Dann kann ich auch hier nochmal kurz was aus dem Jungle mitnehmen. Ja, ich muss mich mal ein bisschen fokussieren auf beispielsweise weiche Ziele rauszusnacken wie Varus oder so. Lichbane, check. Rabanon als nächstes. Duplikill. Irelia auch schon 15. Nivea auch 15, ne? Ich bin fast 16.
Schön keine Minions. Jetzt will er so ein bisschen mehr Gangplank. What? Oh, Sharko. Ich so, hä? Sharko hat den Kill gemacht. Ich dachte, hey, was killt mich da hier? Kann nicht sein. Ja, weg war der Sharko. Ich glaube, es wird Zeit für ein Teleport auf die Top-Lane. Schaffe ich eine Irelia? Keine Ahnung, glaube nicht. Die hat auch gut gefarmt. Tja, hätte der Sharko mich nicht gesnackt, hätte ich es vielleicht noch gekriegt. Dachte, ich hätte Ulti noch gehabt und alles. Oh, schönes Ken-Minion. Ja. Gold ohne Ende. Ohne Witz, drei von denen sind wie ein Kill. Komme ich dann rechtzeitig runter? Noch ein Ken-Minion. Ich verliere das Spiel vor lauter Ken-Minions. Na, die machen das schon. Schicke ich ihn weg. Jo, die Damage. Wenn ich mal eine Combo rausdrücken würde. Ich hätte einfach mal ein bisschen mehr reingehen würde oder so, aber... Oh nein, Alter, ich muss erschrecken. Der hat mich erschrecken. Rabadon. Das Void Staff. Void Staff habe ich irgendwo da. Void Staff. Und dann finale Combo. Ja, ich versuche mal ein bisschen mehr zu kämpfen jetzt mit, aber ich will den Farm nicht ganz außer Acht lassen. Ja, okay, Alice hat mich schon halb gerettet. Ich bin schon ein bisschen tanky, so ist er da nicht. Sah gerade so cool aus. Doch wieder raus, weil alle da sind. Der ist Level 17. Verdammt. Das war nur so ein Reflex, wenn ich nicht jetzt... Ich hau alles daneben. Wenn ich das Ken nicht krieg.
Damage. Tut mir leid, ich bin mal wieder Jungler. Ich bin mal wieder Jungler, I'm sorry. Das ist nur Flex. Ich kann nicht an Camps vorbeigehen. Ohne... Ja, ich schlage mich einfach durch die Passive wieder hoch. No, die Minions. Dann nehme ich halt das Jungle Camp hier. Ich muss nur noch einen WQ machen. ...87 Gold pro Camp. Ist so viel! Ne, ich kann gar nicht kaufen, weil ich habe keinen freien Slot mehr für einen weiteren Stuff. Für eine weitere Large Rot. Okay, ist keiner mehr. So geht's auch. Spar ich mal die Ulti. Stomp. Stomp. Level 18 schon. Schade. Ich konnte nicht rausflashen, ich wollte noch die Anive wegkicken, aber... Ich stand zu weit vorne, habe auch zu viel kassiert von der. Da geht mir Rabadon. 750. Na, ich habe Teleport. Mir geht es auch gar nicht so arg ums Gewinnen vom Spiel, sondern ich will einfach mal austesten, ja, was kann ich mit Kragas so machen, wie sieht's aus mit den Minion Gold? Schlägt das richtig hart zu Buche oder macht einen großen Unterschied? Gut, ich habe so oder so guten Farm, sage ich jetzt mal für die Zeit. Könnte besser sein, ein bisschen noch. Aber ja. Also ich glaube, die kennen Minions merkst du schon. Du legst ein bisschen mehr Wert drauf, dass du nicht so eine Ken Minion Wave verpasst. Das ist ein halber Kill, ne, kennen wir New Wave. Zwei von ein Kill. Tja. Dann gehe ich Mitte. Oh ja. Ken Minion? Ach, danke, ich hab's gerichtet. Ah. Ich würde gerne nochmal irgendwie einen Play oder so machen, mal richtig einen One-Shotten oder so, aber ich erwische keinen einzelnen. Nur Teamfights. Oh, die Attack mit der Lich Bane. Boah, ich hab einen Lauf erwischt. Huch, damit gefightet, da war ein Schako.
Ich mach schon Schaden mit dem Ding, aber. Ja, die wollen nochmal einen Baron machen. Jo. War dann doch ein bisschen Damage. Gib mir den Blue Buff. Ah, zu früh, ganz leicht. Oh, 1700. Da ist irgendwo ein Schatten. Ja. Er ist aber nach oben gegangen. So, letztes Item. Voidstaff. Und jetzt mache ich Damage. Glaube ich. Ich glaube, jetzt mache ich ganz gut Damage. 802 AP. Ich krieg fast 50% reduzierten Schaden für. Nicht auf fast. Genau 50% reduzierten Schaden für 2,5 Sekunden. Das ist ja schon praktisch wie Irelia passiv. Dings. Wenn die da so steht und channelt. Plus 8% des Max-Lebens. Schon nicht schlecht. Das Fass macht gar nicht mal so viel Damage. Oh lol, ich kann auch gleich hier schon mal... 880. Holy moly. Seid jetzt ein bisschen Late Game, aber... Ich habe auch mit rausgezögert, viel gefarmt und... jetzt gucken wir auch mal, dass wir das Spiel jetzt beenden oder so. Wäre Sonjas gut für Gragas eigentlich? Oh, so schnell, so oft wie der channeln kann hier. Ist schon nicht schlecht. Ups, oh. Das fasst mal so viel Damage, ich wollte nur kurz helfen. Das wäre der Klon. Ha! Da ist der Scharke noch in mein Fass reingelaufen. Ha. Ace. Ace. Ja, läuft schon. Das läuft schon. Guck mal, Turm. Flup. Und 1042 drauf. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Was krachen. Und tschüss.